Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA. Am 9.4. kämpft Joel Batobo um den Gürtel im Wheel of MMA Federgewicht. Heute stellt er sich unseren Fragen im Interview. Joel, grüß dich. Servus. Titelfight in München in einer ausverkauften kleinen Olympiahalle. Wie sieht's aus? Bist du aufgeregt? Bis jetzt bin ich nicht aufgeregt. Aber ich denke, wenn ich erstmal in der Arena bin und die Atmosphäre spüre, dann könnte sich ein bisschen ändern. Aber ich habe jetzt schon einige Kämpfe hinter mir und ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Du hast jetzt 2 Profi-Fights schon hinter dir. Du hast beide auch gewonnen. Dein letzter Fight gegen Tajik, auch sehr beeindruckend. Sehr gutes Wrestling, was du da gezeigt hast, muss ich persönlich sagen. Würdest du sagen, du bereitest dich auf diesen Titelkampf noch besser vor als vorher oder gibst du in jeder Vorbereitung 110%? Ich gebe in jeder Vorbereitung mein Bestes, weil ich weiß, ich kann keinen Gegner unterschätzen. Alles ist möglich. Jeder Kampf beginnt mit einer 50-50-Chance. Deswegen, ich gebe immer 100% und ich bin bereit für diesen Kampf. Du triffst jetzt auf Dimitri Isak. Hast du dir seine Sachen im Vorfeld angeschaut? Also schaut ihr euch seine Fights zum Beispiel an und dann sagt ihr, Joel, du musst hier viel ringen oder Joel, du musst hier eher versuchen, nicht auf den Boden mit ihm zu gehen? Oder hast du eher so eine generelle Vorbereitung? Im Prinzip haben wir immer eine generelle Vorbereitung, aber natürlich schauen wir uns auch unseren Gegner an, wo seine Stärken, wo seine Schwächen liegen. Und danach, dann handeln wir und schauen halt, wo wir sehen, wo wir Lücken sehen und wo wir denken, wo wir am besten unsere Stärken entfalten können. Du kämpfst jetzt im Federgewicht und bei Wheel of MMA ist es ja so, ihr macht das Gewicht quasi am Kampftag. Das bedeutet, ihr dehydriert euch wahrscheinlich nicht, sondern wenige Stunden, nachdem ihr euch eingewogen habt, werdet ihr kämpfen. Machst du trotzdem vor so einem Kampf eine kleine Diät? Und wenn ja, wie viel Kilo verlierst du da normalerweise? Ja, ich mache eine Diät und ich verliere um die 8 Kilo. In welcher Zeitspanne? 2 Monate. Bei 2 Monaten. Und wenn man jetzt davon ausgeht, du hast diese 8 Kilo verloren, dann ist der Fight. Packst du diese 8 Kilo auch wieder drauf? Meistens schon. Okay. Meistens schon. Würdest du sagen, Dimitri Isak ist dein bisher schwierigster Gegner, jetzt abseits davon, dass es ein Titelfight ist? Natürlich geht es da auch um mehr, sage ich mal, weil so ein Gürtel ist natürlich was Besonderes. Aber rein vom Stil her, denkst du, Isak ist bisher der härteste Brocken? Das weiß ich bis jetzt nicht, das werden wir am 9.4. herausfinden, aber ich gehe von einem harten Kampf aus und ich denke, jeder Kampf ist hart. Das auf jeden Fall. Ich muss aber auch persönlich dazu sagen, bei deinem letzten Fight, das war gegen Tajik, das war in Nürnberg, da war die erste Runde auch super, super explosiv zu Beginn. Das war so eine der geilsten Rundenstarts, die man überhaupt gesehen hat, ein krachendes Hin und Her. War das auch deine Intention? Also wolltest du sagen, du willst versuchen oder du willst schauen, wie ergibt sich der Fight im Stand und du kannst ja immer noch auf dein starkes Ringen switchen. Das haben wir ja gesehen. Du hast ihn ja sehr stark kontrollieren können und auch dominieren können. Ist das so deine Idee gewesen, nicht direkt auf den Boden zu gehen, sondern erstmal abzuwarten? Im Prinzip nicht. Im Prinzip habe ich mich ein bisschen nicht ganz an unseren Gameplan gehalten. Da war ich ein bisschen zu emotional. Es haben mir ein paar Sachen während dem Kampfgeschehen nicht gefallen. Und ja, dann wollte ich halt einfach wissen und dann haben wir uns einfach, hatten wir einen offenen Schlagabtausch sozusagen. Der Kampf kam auch nach einer längeren Pause, aber diesmal bin ich besser eingestellt und werde mich gut am Gameplan halten können. Wenn du sagst, du warst zu emotional, heißt das, also, wie kann ich mir das vorstellen? Ich selber bin kein Kämpfer. Aber ist das dann so, dass du zum Beispiel sagst, okay, dieser Takedown ging zum Beispiel nicht durch und du, obwohl ihr dann beispielsweise einen Gameplan habt, agierst du aus der Emotion heraus, weil du zum Beispiel wütend darüber wirst, entweder was er macht oder darüber, was nicht klappt? Genau, also es ist mehr, ich möchte natürlich die Techniken, die ich im Training mir angeeignet habe oder erlernt habe, durchsetzen
Und wenn ich sie manchmal nicht durchsetze, dann ist es mehr mit dem Kopf durch die Wand, sage ich jetzt mal. Dann will ich es erzwingen. Und manchmal müsste ich es gar nicht erzwingen. Und daher ist es für mich eher, dass ich emotional reagiere, weil ich habe so viele andere Möglichkeiten, wie ich andere Situationen lösen könnte. Man muss natürlich auch dazu sagen, emotional zu reagieren, das ist ja menschlich. Das machen ja die allermeisten, auch sehr viele Kämpfer machen das, auch die weltweit besten Kämpfer, die wir zum Beispiel in der UFC sehen, da sieht man das ja auch. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar, du hattest letztes Jahr vor dem Nürnberg-Fight ein Interview gegeben und du hast gesagt, du möchtest Ende nächsten Jahres oder Ende übernächsten Jahres um den Gürtel kämpfen. Was war das dann für ein Augenblick oder für ein Gefühl, als du gehört hast, pass mal auf, Joel, Titelfight für dich, 9.4., kleine Olympiahalle in München. Es war ein sehr schönes Gefühl, weil ich nehme mir ein Ziel vor und jetzt am 9.4. habe ich die Möglichkeit, mein Ziel zu erreichen und um Titel zu kämpfen, dann noch in der Heimatstadt. Da gibt es nicht vieles, was das toppen kann. Super, Joel, dann vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, zum Abschluss noch deine Nachricht an die Hörer. Also das Schlusswort, das gehört dir. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dann möchte ich mich bedanken bei allen, die mit mir trainieren, bei meinem Trainerteam, beim Jakob, beim Ben, beim Rafa, beim Tore, bei meinen Boxing-Coaches Alfonso, Rashad, Levan, Ali, alle, die mich unterstützen. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Joel, vielen Dank nochmal für deine Zeit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, Servus.